Hallo und willkommen zurück. Mein Name ist Lisa Helmich. Ich bin selbstständig als Geigenbauerin in Feldkirchen in der Nähe von München. Und heute möchte ich mit euch über ein ganz anderes Thema reden als die Themen, die wir bisher hatten. Nämlich, es geht um Motivation, Disziplin und Gewohnheiten. Gerade in der Selbstständigkeit ist es super wichtig, sich jeden Tag neu zu motivieren. Genauso zählt es aber auch für neue Hobbys oder andere Dinge, die man gerne verwirklichen oder umsetzen möchte. Eine liebe Followerin hat mich auf Instagram gefragt. Ich blende euch übrigens mein Instagram-Profil ein, falls ihr an meinem Leben als Geigenbauerin gerne mehr teilhaben möchtet. Eine liebe Followerin hat mich gefragt, du Lisa, ich würde gern wieder mehr Geige spielen. Wie schaffe ich das, mich selber zu motivieren? Wie schaffe ich das anzufangen? Und wie bekomme ich es wieder hin, eine Routine zu bekommen? Im ersten Teil möchte ich jetzt einmal so einen groben Überblick schaffen, was ich unter Motivation verstehe. Und am Ende wirklich konkrete Anweisungen geben, was mir hilft und vielleicht auch euch hilft dabei, eure Ziele zu erreichen. Fangen wir mal damit an, dass Talent wirklich ein Mythos ist. Klar, Menschen kommen mit verschiedenen Begabungen zur Welt, aber es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Weder Cristiano Ronaldo, noch Bill Gates, noch Ann-Sophie Mutter und andere sehr bekannte und sehr erfolgreiche Persönlichkeiten wären allein mit Talent so erfolgreich geworden. Auch Albert Einstein wurde nicht als Genie geboren, hat sich wirklich täglich und mit vollem Fokus auf seine Interessen konzentriert und ist diesen Weg gegangen, ohne Wenn und Aber. Auch du kannst deine Ziele erreichen. Ich möchte dafür auch gerne noch mal ein bisschen ausholen. Und zwar, als ich Teenager oder auch noch kurz davor, so um die 12 Jahre alt war, war ich extrem gut im Geigespielen. Ich habe Wettbewerbe gewonnen und es lief alles toll. Und mir wurde dann oft gesagt, ich sei ein Wunderkind. Und dieser Begriff Wunderkind hat mich wirklich schon damals sehr, sehr geärgert. Denn die Leute, die nur das Konzert und nur das Endergebnis sehen, wissen oft gar nicht, wie viel harte Arbeit hinter dem Ganzen steckt. Viele Stunden im Übungskämmerlein, viele Tränen, viele verpatzte Konzerte musste ich hinnehmen. Doch was andere Menschen sehen, ist eben nur der Erfolg und dieser eine Moment, der dann am Ende sichtbar ist. Aber darum geht es ja jetzt gar nicht. Es geht ja wirklich um kleine Gewohnheiten. Es geht jetzt gar nicht darum, irgendwie extrem gut in irgendwas zu werden, sondern vielleicht einfach nur Kleinigkeiten in seinen Tag zu integrieren. Sei es Übroutine, früh aufstehen, etwas gesündere Ernährung, pipapo, was man sich zum Beispiel zum Jahreswechsel eben vornimmt. Es ist natürlich jetzt perfekt gerade, wo Corona auch wieder so ein bisschen zurückgeht und das Leben sich öffnet, dass man jetzt sagt, hey, und jetzt starte ich durch. Aber wie mache ich das? Wie ich schon gesagt habe, Begabung und Genie allein reichen nicht aus. Ohne Fleiß kein Preis. Die Philosophie der Stoiker sagte schon, lass dich von den Dingen, die du nicht beeinflussen kannst, nicht aus der Ruhe bringen, sondern konzentriere dich auf das, was du wirklich beeinflussen kannst. In der Psychologie wird es auch der Locus of Control genannt. Das ist der Bereich der eigenen Kontrolle. Man kann Menschen natürlich jetzt nicht in Kategorien ordnen wie A oder B. Es gibt aber gewisse Neigungen, die sich feststellen lassen. Entweder zum Beispiel ist ein Mensch extern gesteuert. Das heißt, wenn etwas passiert, dann schiebt er gerne die Schuld auf andere Leute. Zum Beispiel bei Teenagern ist es sehr verbreitet, wenn die Mathe-Klausur schlecht lief, dass sie dann sagen, ja, der Lehrer hat es viel zu schwer gemacht und außerdem habe ich meinen Glücksbringer vergessen und so weiter und so fort. Dann gibt es aber auch Menschen, die den Focus of Control intern in sich legen. Der gleiche Mensch würde in dieser Situation sagen, okay, ich habe nicht genug gelernt, von wegen Lehrer ist schuld oder was weiß ich, sondern wirklich sagen, ja, ich übernehme die Verantwortung, ich konzentriere mich auf das, was ich beeinflussen kann. Und wenn ihr jetzt diese Leute vergleicht, was meint ihr, welcher ist langfristig erfolgreicher? Wird es der sein, der sagt, der ist schuld, deswegen hat es nicht geklappt,
ich kann überhaupt nichts dafür? Oder wird es der sein, der sagt, und beim nächsten Mal lerne ich mehr und beim nächsten Mal, was kann ich anders machen, damit es funktioniert? Klar, man kann nicht alles beeinflussen und das soll man auch gar nicht. Man soll sich auch nicht für alles verantwortlich fühlen, aber so ein gutes Maß an Selbstreflexion und das Leben in die eigene Hand nehmen, hat noch nie jemandem geschadet. Und die Menschen, die nach dieser Devise handeln, sind auch durchschnittlich deutlich glücklicher und zufriedener mit ihrem Leben. Ich kann mich nicht mehr an das genaue Zitat erinnern, aber Muhammad Ali hat einmal gesagt, er hat sein Training gehasst und wirklich viele Stunden so sehr geschwitzt. Aber was am Ende gezählt hat, war der Gedanke daran, dass er später als Champion dastehen wird. Und das war es ihm auch wert. Meine Schwester hat neulich einen Vortrag über die Steinzeit gehalten. Und ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, dass als die Menschen damals sesshaft geworden sind, war ja diese Idee davon, nicht mehr direkt den Erfolg zu haben, sondern durch Aussäen und Anlegen etwas zu pflanzen und dafür später noch mehr Erfolg zu haben. Also dieses Abwarten und dieses Durchhalten, das macht wirklich uns Menschen zu etwas ganz Besonderem und das können wir auf noch viel mehr Bereiche übertragen. Wie du siehst, es liegt also eigentlich nicht daran, ob du es kannst, sondern daran, ob du das wirklich willst. Warum schaffen es 88% der Menschen nicht, ihre Neujahrsvorsätze umzusetzen? Warum? Warum schaffen sie es nicht, ihre Diät einzuhalten oder ihr Leben umzuändern oder jeden Tag eine Stunde Geige zu üben? Bestimmt könnte man das Thema noch ewig weiter ausführen. Ich möchte jetzt aber zu den Dingen kommen, die ich persönlich umsetze und die auch du, wenn du magst und wenn du das Gefühl hast, es könnte dir helfen, gerne umsetzen kannst. Punkt 1, finde dein Warum oder setz dir ein Ziel. Warum möchtest du dies oder das ändern? Das kann zum Beispiel in Bezug auf die Musik sein, ich möchte gerne jeden Tag 15 oder 20 Minuten üben, damit ich konstant fit bleibe und bevor das Orchester losgeht, dann nicht komplett Panik schiebe und mir vielleicht noch eine Sehnenscheidenentzündung einhandle, sondern einfach konstant fit bleibe, um dann wieder, sobald es losgeht, gemeinsam musizieren zu können. Nimm dir eine einzige Sache vor und nicht 10 Sachen auf einmal und mach vielleicht auch erstmal die Schritte etwas kleiner. Nimm dir zum Beispiel vor, dass du ab jetzt 15 Minuten am Tag Geige spielen möchtest und plan dir dafür wirklich eine feste Zeit ein, in der du nicht gestört wirst. Dazu mag ich jetzt doch noch mal ein kleines bisschen ausholen, denn warum ist es so wichtig, eine Sache nach der anderen zu machen? Unsere Willenskraft ist ja wie ein Muskel eine limitierte Ressource. Wir haben also nur ein gewisses Level Willenskraft pro Tag übrig. Das heißt, wenn du am Tag der disziplinierteste Mensch auf der Welt warst, kann es natürlich sein, dass du dann abends doch wieder zum Schokoriegel greifst oder doch faul auf dem Sofa landest, obwohl du dir was ganz, ganz anderes vorgenommen hast. Entscheidungsfragen strengen nämlich an. Du musst dich entscheiden, will ich jetzt üben oder will ich jetzt nicht üben? Will ich jetzt Schokolade essen oder will ich einen Apfel essen? Oder will ich jetzt rausgehen oder will ich faul auf dem Sofa liegen? Deswegen übe erst mal eine Gewohnheit, bis du dann eine neue Gewohnheit noch hinzunimmst. Wenn nämlich dein Fokus erstmal zur Gewohnheit geworden ist, zum Beispiel diese 15 Minuten üben am Tag, dann stellt sich diese Frage nicht mehr und du hast wieder Willenskraft übrig für die nächste Aufgabe. Wusstest du, dass man übrigens im Durchschnitt 66 Tage braucht, um eine Gewohnheit aufzubauen? Das heißt, du müsstest im Durchschnitt 66 Tage, das sind über 2 Monate lang, jeden Tag deine Gewohnheit trainieren, bis es dir eine Selbstverständlichkeit geworden ist. Dazu gibt es auch ein schönes Zitat. Das heißt nämlich, zuerst erschaffen wir unsere Gewohnheiten und dann erschaffen sie uns. Darüber lohnt es sich, finde ich, auch mal einen Moment nachzudenken. So, nun aber wieder zurück zu den ganzen praktischen Tipps. So, Morgenstund hat Gold im Mund. Also, wenn du eine neue Gewohnheit machen möchtest, durchziehen möchtest und du kannst es dir einrichten, mach es direkt morgens früh, denn da bist du am frischsten, am wachsten und es fällt dir am leichtesten, dich zu überwinden. Fang jetzt sofort an. Es ist besser, jetzt anzufangen,
als auch über nachzudenken, was vielleicht die richtige Herangehensweise wäre. Sei dir bewusst, dass es kein Zwang ist, sondern dass es deine Entscheidung war. Du darfst es machen, du musst es aber nicht machen. Lass deine Gedanken nicht über dich bestimmen. Nur weil du den Gedanken hast, dass du jetzt keine Lust hast, heißt es nicht, dass du nicht ins Handeln kommen kannst. Meistens, sobald man erstmal angefangen hat, stellt sich die Frage nämlich nicht mehr und dann kommt auch die Motivation und die Freude von ganz alleine. Werde schneller im Entscheidungen treffen, damit sie nicht mehr so viel Energie rauben. Und sei auch etwas milde mit dir. Es ist nicht möglich, dauerhaft motiviert zu sein. Gönn dir also auch mal eine Pause und bewerte dich nicht zu streng. Und zu guter Letzt, belohne dich ab und zu mal. Du kannst zum Beispiel dir eine Liste machen oder ein besonderes Zeichen für deinen Kalender. Und jeden Tag, wenn du diese Gewohnheit geschafft hast umzusetzen, dann gib dir ein Herzchen dafür oder ein Sternchen. Und nach 5 Sternchen belohnst du dich mit irgendwas, was du schon lange machen wolltest oder womit du eine große Freude hättest. Um dein Warum zu unterstützen, kann es auch helfen, dir zum Beispiel Bilder von deinen Zielen auszudrucken oder an eine Wand zu hängen oder vielleicht in deinen Kalender zu heften. Oder du schreibst es dir wirklich irgendwo auf. Und immer wenn du vor der Frage stehst, warum will ich das jetzt eigentlich machen, faltest du diesen Zettel auf und schaust es dir an und siehst, okay, ich habe das Konzert oder ich will diese Aufnahmeprüfung schaffen. Ich möchte einmal in meinem Leben Straßenmusik machen und Geld für ein Eis verdienen. Also, ich glaube an dich, du schaffst das. Und solltest du noch weitere Ideen haben oder Anregungen, dann lass mir doch gerne einen Kommentar da. In meinem nächsten Video werde ich meine häufigsten Übungen, um fit auf der Geige zu bleiben, vorstellen. Und ich freue mich, wenn du dann wieder dabei bist.